Hallo und willkommen zurück zu Fiktionen nach dem Mittagessen. Ich bin Sam. Ich bin Wendy. Und wir haben uns, glaube ich, noch überhaupt nicht vorgestellt. Nee, das haben wir bisher noch nicht, aber who cares? Genau. Wir sind hier und wir spielen Spiele. Und gerade spielen wir Herzschlag, Literatur-Arbeitsgemeinschaft auf Deutsch. Ja. Und jetzt müssen wir überlegen, wem wir als nächstes mein Gedicht zeigen. Mhm. Unser Gedicht. Das Gedicht von Sandy. Von Sandy. Und jetzt müssen wir überlegen, zeigen wir es Natsuki oder Yuri? Wem wollen wir es zeigen? Natsuki. Natsuki. Weil meine Stimme ist noch gut im Moment. Das heißt, jetzt müssen wir noch viel Natsuki sprechen, damit du noch genug Natsuki. Ja, nein, danke. Können wir direkt zu Yuri übergehen. Danke. Hä? Du hast ja nicht mal. Nächstes Gedicht. Ach, gut. Okay, sehr gut. Richtig gut. Das ging schnell. Wem sollte ich als nächstes mein Gedicht zeigen? Wie viel Auswahl haben wir denn noch? Ja, Yuri. Geh mal zu Yuri. Gut gemacht, Sandy. Du hast in nur wenigen Tagen deinen Stil wirklich verbessert. Haben dir meine Ratschläge geholfen? Ja, ganz sicher. Passiv-aggressive Sandy ist da. Mega. Hast du ganz vermisst. Das macht mich froh, dass wir uns gegenseitig unsere Gedichte zeigen. Macht viel mehr Spaß und ist lohnender, als ich dachte. Ich darf nicht vergessen, Monika dafür zu danken. Wir haben uns wohl alle anfangs etwas komisch gefühlt. Aber mittlerweile scheinen alle Spaß daran gefunden zu haben und sind neugierig darauf, was die anderen so denken. Dem kann ich wohl nur zustimmen. Ich hatte schon Angst, dass all dies eine lästige Pflichtübung wird. Aber so kann ich wunderbar etwas Zeit mit all den Mädchen in der Arbeitsgemeinschaft verbringen. Die ganzen Mädchen. Die Club mit K geschrieben haben. Naja, kann man ja im Deutschen machen. Sieht furchtbar aus. Aber es macht Spaß, alle Mädchen und ihre Gedichte näher kennenzulernen. Und auch selbst etwas zu schreiben. Ich finde es so lustig, wenn eine Person wirklich die ganze Zeit so auf Deutsch reden würde. So richtig so abgehakt, so, ich bin da. So ein bisschen, als ob Sandy so ein Roboter wäre, der einfach nur so steht und dann mit den virtuellen Mädchen da jetzt rumredet. Und auch selbst etwas zu schreiben. Piep, 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 piep. Well. Ich weiß nicht. In meinem Kopf klingt er so. In deinem Kopf ist ein Roboter? Ja. Wir sind ja, wir wissen ja noch nicht mal, sind wir eigentlich ein Junge? Sind wir eigentlich ein Junge? Das wurde nie wirklich gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Es ist ja im Grunde eine Kombination aus uns beiden, also. Ja. Er ist einfach nur ein sehr erneuter, ein sehr angenervter Teenager und es könnte einfach sein, dass er eine Frau ist. Er. Sie. Sie. Es. Sandy halt. Sandy. Nun. Hast du etwas über dich selbst gelernt, Sandy? Hä? Man sagt doch... Ich komme mit deinem Hähnchen weg. Man sagt doch, dass man durch das Schreiben auf eine ganz persönliche Art und Weise zu sich selbst finden kann. Schließlich spielt es doch keine Rolle, ob man gut oder schlecht schreiben kann. Und selbst meine Meinung ist auch nur eine von vielen, weißt du? Ich glaube wie immer daran, dass es am wichtigsten ist, Dinge zu erforschen und sich selbst zu entdecken. Das ist beruhigend. Piep, 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 piep. Noch. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Gut, gut, dass wir es geklärt haben. Dich auf die eine oder andere Weise zu enttäuschen. Hä? Warum denn das? Dein Schreibstil ist immer so ausgeklügelt. Und du hast hier die meisten Ratschläge parat.
Echt jetzt? Juri grübelt eine Weile nach. Das muss schrecklich sein. Hä? Dass ich zu jemandem geworden bin, vor denen Meinungen sich andere fürchten. Das macht mich sehr unsympathisch. Juri, so schlimm, wie du dir das da gerade einredest, ist es nicht. Ich will damit nur sagen, dass ich deine Meinung respektiere. Verstehe. Entschuldige, dass ich mir immer über alles den Kopf zerbreche und solche Schlussfolgerungen ziehe. Ich habe mich mittlerweile etwas zu sehr daran gewöhnt. An das Kopfzerbrechen? Juri steht gleich so vor der Wand und haut sich den Kopf da ein. Das würdest du gerne sehen. Nicht gemocht zu werden. Oh nein, oh. Juri. Was? Was? Was hast du gesagt? Ich hab's nicht gehört. Buhu. Buhu? Ist das ein positiver oder negativer Ausdruck? So? Oh, das war negativ, das war komplett negativ. Ah, okay. Weil sie redet jetzt gerade davon, dass sie einfach von niemandem gemocht wird und Sandy einfach so, okay. Kann ich nicht verstehen. Ist etwas sehr dramatisch. Ja. Ich weiß nicht, so wie die gezeichnet sind, das sind keine Leute, die nicht gemocht werden, weißt du? Du meinst vielleicht vom Charakter, sie ist halt sehr schüchtern, das heißt, kann sein, dass sie halt wahnsinnig schön aussieht. Sie sieht aus wie jemand, der mich in der Schule mobben würde. Ich kaufe dir das nicht ab. Aber weiß nicht, kennst du nicht irgendwie so Leute, die eigentlich total schön aussehen? Und trotzdem gemobbt werden? Nein. Nicht? Nein. Weiß nicht, wenn sie halt vom Charakter, sag ich jetzt mal, nicht die beste Person sind. Ja, dann hat man erst recht Angst vor denen. Ja, aber weiß ich nicht. Ja, okay. Juri, jetzt hör aber mal auf. Was sag ich denn da? Entschuldige, ich wollte das nicht ansprechen. Machen wir weiter. Also gut. Ups. Möchtest du mir jetzt dein Gedicht zeigen? Okay. Hier. Oh, jetzt muss ich da wieder näher dran gehen. Ach. Strand. Ein Wunder, dessen Entstehung Millionen von Jahren dauerte, wo der Schoß der Erde chaotisch auf die Oberfläche trifft. Unter einem klaren blauen Himmel ist es eine Weite des Glücks, aber unter grauen Wolken ist ein endloses Enigma. Die Welt, in der man am leichtesten verloren gehen kann, ist die, in der sich alles finden lässt. Man kann eine Sandburg nur da bauen, wo der Sand nass ist. Ich komme nicht aus der Stimme raus jetzt. Schon aber okay. Wo der Sand nass ist, da sieht das Wasser der Gezeiten hin. Da reicht das Wasser der Gezeiten hin. Ah. Dieses R. Ich komme mit dem R nicht zurecht. Das ist ein bisschen, als ob du so einen alten Text lesen musst oder sowas, ne? Wird es behutsam dein Fundament umspülen, bis du nachgibst? Oder wird dich eine plötzliche Welle in einem Augenblick einstürzen lassen? Das Resultat ist so oder so dasselbe. Dennoch bauen wir Sandburgen. Ich stehe, wo die Gischt meine Fußknöchel umspült, wo meine Zehen im Sand versinken. Die salzige Luft ist wohltuend. Die Brise ist sanft, aber kräftig. Tiefer versenke ich meine Zehen in der endgültigen Grenze, vom schaumigen Wasser in Versuchung geführt. Drehe ich mich um, lasse ich mein Glück zurück, damit es am Ufer ausgewaschen wird. Treibe ich voran, kehre ich auf ewig zur Erde zurück. Worum geht es in diesem Gedicht? Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, es spielt auf jeden Fall am Strand. Und anscheinend steht sie doch da irgendwie am Strand. Ja, aber das alles, es geht nicht wirklich um den Strand, oder? Nee, ich glaube, die letzten drei Sätze haben so ein bisschen gesagt, entweder geht sie jetzt ins Wasser und bringt sich irgendwie selber um oder so. Was?
Was? Wo hast du das jetzt rausgelesen? Haben wir jetzt gedacht, hier treibe ich voran, kehre ich auf ewig in die zur Erde zurück? Ist sowas nicht immer so damit gemeint oder ist das einfach eine komische Übersetzung? Och, ich weiß es nicht. Oder was würdest du denn vermuten? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich eine Übersetzung ist. Das muss man auf jeden Fall mitbedenken. Oder meinst du, die sitzt da nur so am Strand? Oder du hast gesagt, es geht gar nicht um den Strand? Ich hätte gedacht, es geht nicht um den Strand. Hier ist auch noch eine andere Bedeutung hinter. Na gut, vielleicht finden wir es ja noch raus. Ja. Oder? Vielleicht tut das Sandy ja jetzt ganz toll analysieren. Mal gucken. Mir ist schon bewusst, dass der Strand eher ein inhaltsloses Thema darstellt. Aber ich habe versucht, eine metaphorische Herangehensweise zu wählen. Siehst du, es geht gar nicht um den Strand. Oh, okay. Du sagst das so, als wolltest du nicht einmal darüber schreiben. Oh, weißt du das nicht? Nach dem Vorfall von gestern sind Natsuki und ich, nun, es war amüsant, dass wir auf so unterschiedliche Art und Weise bei etwas Ähnliches geschrieben haben. Daher wollte Natsuki, dass wir wieder über dasselbe Thema schreiben. Verstehe, ich durfte aber ihr Gedicht nicht lesen. Ja, ich habe keine Ahnung, was Natsuki geschrieben hat. Natsuki hat mich nicht mal ihr Gedicht lesen lassen. Daher kann ich nicht viel dazu beitragen. Ich finde gut, dass wir den gleichen Gedanken haben wie Sandy. Damit man... Sorry. Damit man wohl unsere unterschiedlichen Schreibstile besser vergleichen kann. Oder unsere Denkvorgänge. Naja, es war ihre Idee. So etwas überrascht mich bei ihr eigentlich nicht. Sie will bestimmt nur angeben. Nicht, dass ich besonders großes Interesse an ihrem Schreibstil hätte. Ich habe einfach nur ihren Wunsch entsprochen. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, zur Abwechslung mal über etwas Banales zu schreiben. Wer weiß, es kann ja ganz erfrischend sein. Es tut mir auf jeden Fall gut, ab und zu meinen Gedankenwirrwarr zu entheddern. Ja, ich glaube, das stimmt. Gedankenwirrwarr ist auch ein nettes Wort. Ja. Ja. Schon so, deutsche Sprache. Ja. Ja. Igitigit. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Das hört sich auch so richtig so. Ja, danke, dass du mir davon erzählt hast. Tschüss. Ja, das wird man so halt nicht sagen, ne? Ja. Na, obwohl, manchmal, wenn irgendwie, was weiß ich, eine Person, die halt wirklich was erzählt, so vom Herzen, sag ich jetzt so, okay, danke, dass du dich mir geöffnet hast oder sowas, oder mir sowas erzählt hast, dann würde ich es, glaube ich, so ähnlich formulieren. Ich würde nicken und betreten wegschauen. Du würdest einfach gehen. Ja. Okay, ihr drei. Wir haben jetzt alle Gedichte miteinander geteilt, oder? Warum überlegen wir dann nicht einmal... Warte mal! Geht das nur mir so? Oder hast du da gerade etwas Seltsames gesagt? Hä? Was hat sie denn gesagt? Hä? Das war irgendwie anders als sonst. Das stimmt. Hä? Warte, ich glaube, ich hab gerade irgendwie einen Satz übersprungen. Hä? Du hast nicht deinen üblichen Spruch aufgesagt, als du den Club angesprochen hast. Spruch? Ich habe keinen Spruch. Oh Mann! Warum herrscht denn heute solch eine komische Stimmung? Nicht mal Juri ist dagegen immun. Stehende Luft ist ein unmissverständliches Omen dafür, dass etwas Schreckliches passieren wird. In deinen Büchern vielleicht. Oh! Das Einzige, was anders ist als sonst, ist, dass Sayori nicht hier ist. Da hast du wohl recht. Sayori sorgt immer dafür, dass es hier nicht so ernst zugeht, nicht wahr? Man könnte fast sagen, dass wir alle etwas aus dem Gleichgewicht geraten, wenn sie nicht hier ist. Wo ist sie denn eigentlich schon wieder hin? Ich dachte, sie müsste nur pinkeln. Was? Okay. Okay. Natsuki, könntest du dich etwas gewählter ausdrücken? Ach komm schon. Sie fühlte sich nicht so gut und ist früher nach Hause gegangen. Echt jetzt? Hoffentlich geht es ihr gut. Ernsthaft? Du suchst dir genau den Tag aus, um nicht zusammen mit ihr nach Hause zu gehen?
an dem es ihr schlecht geht. Das ist ja eine tolle Romanze. Ah, nein. Hör erstens auf damit, meine Freundschaft mit Sayori so falsch zu verstehen. Und zweitens, sie ging mir heute irgendwie den ganzen Tag aus dem Weg. Daher wollte ich mich nicht aufdrängen. Hm? Ausgerechnet, Yuri macht so ein merkwürdiges Gesicht. Beruhigt euch, Leute. Ich habe vorhin mit ihr geredet und alles ist in Ordnung. Was hat sie denn gesagt? Nun gut. Wir müssen auf jeden Fall noch über die restlichen Vorbereitungen für das Festival reden, also legen wir fest, womit sich jeder an diesem Wochenende beschäftigen wird. Ich weiß schon, was ich tun werde. Das stimmt. Natsuki wird Cupcakes backen. Aber wir werden viele davon brauchen und verschiedene Sorten. Bekommst du das denn ganz allein hin, Natsuki? Herausforderung angenommen. Und was mich angeht, ich werde all die Heftchen mit den Gedichten drucken und zusammenstellen. Sayori wird mir beim Design helfen. Und was Yuri betrifft? Yuri, du kannst... ja... Hä? Leute, könnt ihr mir helfen, etwas für Yuri zu finden? Oh, voll sad. Keine Arbeit für Yuri. Ich bin nutzlos. Oh, sad. Hashtag sad life for Yuri. Ach. Nein, das stimmt doch gar nicht. Du bist die talentierteste Person von uns allen hier. Krieg. Jetzt schmollt auch noch Natsuki. Oh Mann, das sehe ich ja sogar. Ich habe das Sayori nie hoch genug angerechnet, aber ich sehe jetzt, dass es ohne sie für dich noch schwieriger ist als sonst. Ach, das mag sein. Aber wenn ich es nicht schaffe, mich als Leiterin auch allein zu behaupten, dann habe ich mich als Person nicht wirklich sehr weiterentwickelt. Also, Yuri, du hast doch eine schöne Handschrift, oder? Daher solltest du einige Banner und Dekorationen entwerfen, um für das passende Ambiente zu sorgen. Ambiente? Was das angeht. Ich liebe Ambiente. Yuris Gesichtsausdruck verändert sich schlagartig. Sie blickt konzentriert auf ihren Tisch und nickt mit dem Kopf. Wie ich sehe, feuern deine Synapsen schon auf Hochtouren. Wer würde denn das sagen? Ah, das tut weh. Das ist großartig. Du wirst eine wunderbare Hilfe sein, Yuri. Aber nichtsdestotrotz bleibst nur noch du, Sandy. Der einzig wirklich Nutzlose. Sag doch sowas nicht. Tatsächlich, sowohl Natsuki als auch Yuri haben ziemliche Mammutaufgaben vor sich. Mammutaufgaben ist auch so ein Wort, was niemand sagen würde, oder? Nein. Da wäre es super hilfreich, wenn du eine von beiden unterstützen würdest. Natürlich kannst du auch mir helfen. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ah. Das ist... Schlägt Monika da etwa gerade vor, dass ich das Wochenende mit einem Mädchen aus meiner Arbeitsgemeinschaft verbringen soll? Wie in aller Welt werden sie nur auf so einen Vorschlag reagieren? Und ich glaube, Natsuki hasst uns. Ja. Ich hätte gegen etwas Hilfe nichts einzuwenden. Yuri! Ja. Es ist egal, wenn du nicht backen kannst. In der Küche gibt es immer genug Hilfsarbeiten, die erledigt werden müssen. Kann ich nicht beiden helfen? Nicht, dass Monika mir die Wahl lässt und du solltest auch nicht nur nutzlos herumsitzen. Natsuki murmelt einige weitere Entschuldigungen dieser Art vor sich hin. Entschuldigungen? Ja, wahrscheinlich sowas wie Ausreden, sowas wie... Ja, mehr Ausreden. Ja. Hat jetzt aber auch nicht nach Ausreden gehört. Einfach nur so,
Sie verhält sich gerade sehr zundere. Das heißt, eigentlich würde sie sagen, ja, hilf mir, aber eigentlich sagt sie so, ah, ja, kannst mir helfen, also, ja, ich hab Aufgaben für dich. Los. Wenn ich mich recht erinnere, Natsuki, hattest du erwähnt, dass du das Backen gern alleine erledigen willst? Oh, Yuri möchte mit uns Zeit verbringen. Oh. Sandy will dir vielleicht gar nicht helfen, wenn er dir doch nur lästig ist. Er. Er. Okay, wir sind ein Mann, anscheinend. Okay. Daher wäre er vielleicht viel besser dafür geeignet, mir mit den Dekorationen zu helfen. Warte mal, das habe ich doch gar nicht gesagt. Wie schwierig kann es bitte schon sein, ein paar Dekorationen zu basteln? Ja, ich glaube, das ist nicht so einfach, so Dekoration basteln und so. Kommt drauf an, wie viel Mühe du reinsteckst. Ja, wenn sie schön aussehen sollen und noch halten sollen und so, dann ja. Für mich hört sich das vielmehr danach an, dass du nach Entschuldigungen suchst, damit Sandy. Was willst du damit sagen? Es handelt sich um eine Aufgabe, die äußerst gerne ausgeführt werden muss. Genau. Ach so, die ich äußerst gerne ausführen möchte. Die gerne ausgeführt werden muss. Die ich gerne mit Sandy ausführen möchte. Njam. Und backen ist das nicht? Und was bitte glaubst du? Leute, Leute, beruhigen wir uns alle für einen Moment. Letztendlich muss Sandy entscheiden, wem er helfen will. Außerdem hat er noch keine Gelegenheit dazu gehabt, etwas Zeit mit mir zu verbringen, okay? Also wird er sicher daran interessiert sein. Du hast im wahrsten Sinne des Wortes gerade gesagt. Ich bin auch überrascht. Tut mir echt leid. Ich wollte ja nur sagen. Oh Mann! Können wir jetzt endlich entscheiden? Ja, Sandy, das ist doch für dich okay, oder? Schließlich musst du am Ende entscheiden. Ah, natürlich. Also gut. Wenn das so ist. Alle sehen mich direkt an. Oh. Ich speichere mal ganz kurz. Speicher mal, ja. Jetzt wird's interessant. Für wen entscheidest du dich? Für Our Love.